So, wir starten jetzt hier oben in den Zimmel erstmal. Dann geht's in den Enkelenz. Ich habe eine neue Bremsbeläge vorne. Ich muss noch ein bisschen einbremsen. Jürgen fährt vorziehen ab. Schön, jawohl. Hey. Gedabbelt. Ich glaube, die Kamera steht ein bisschen tief. So. Mal aufschließen. Sauber. Gut, Klaus. Ich habe gedacht, wir essen da hin. Hallo Freunde des gepflegten Radsports und willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier in Saarbrücken. Der MVS hat zum Saisonstart aufgerufen. Mit dabei ist Jürgen, Thorsten, Steffen und Arthur. Das ist sozusagen der zweite Teil von Weißkästen, wie man will. Endlich mit 5 Mann. Ja, wir sind jetzt den Angry Jens gefahren. Wir fahren jetzt in das letzte Stück, das wurde neu gemacht. Dann eventuell noch auf den Zimmel, da wurde auch noch was neu gemacht. Dann ab 13 Uhr ist dann Treffpunkt vom MVS. Da wird der Saisonstart offiziell eingeläutet und da fahren wir natürlich auch noch vorbei. So, dann geht's jetzt ins letzte Stück. Da wurde nach dem Stein, nach dem Felsen, wurden noch 2 Sprünge modelliert. Dafür bin ich jetzt auch noch mitgefahren. Heute auf Premiere. Ihr seid live dabei. Ja, das hier ist die neue Führung. Der ist schon mal neu. Oh, schön. Ah ja, hier ein Double. Oh, die neuen Bremsbeläge sind göttlich. Kein Quietschen mehr. Ah, Achtung! Hier kreuzt sich der Zimmel und der Enkel Jens. Und ab in den Batsch. So, fahren jetzt hier an Sailor Moon. Puh.
Da hat es mich doch aber voll aufs Maul gelegt. Nach einer kurzen Pause, ich war tatsächlich etwas benommen, bin ich den Zählermond dann noch fertig gefahren. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich tatsächlich auch noch keine Schmerzen. Dies änderte sich aber dann schlagartig, als der Adrenalinspiegel wieder in den Normbereich ging. Für mich hat die Fahrt heute schon Ende. Ihr habt ja gesehen, mich hat es voll aufs Maul gelegt. Ich habe jetzt Schmerzen auf der linken Schulter und im Brustkorbbereich, Nacken wahrscheinlich gezerrt. Das macht jetzt alles keinen Sinn mehr. Aber jetzt ziehen die Leute schon los. Hier ist schon einiges los und ja, viel Spaß Leute und bis demnächst. Ja Leute, nachdem meine OP einen Tag vorher dann auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, dachte ich, geil, kann ich am Samstag den Saisonstart in Saarbrücken mitnehmen. Ja, ich hätte euch auch gerne mehr gezeigt, das Ganze hat mir leider kein Glück gebracht. Ja, wie ihr seht, bin ich hart eingeschlagen. Ich habe hier an der Schulter Schmerzen, habe hier etwas die Rippen geprellt, den Brustkorb vorne so ein bisschen und den linken Oberschenkel. Ja, aus der abgesagten OP wäre fast eine neue geworden. Gott sei Dank bin ich auf dem Weg der Genesung. Ich werde mich noch ein wenig schonen. Das nächste Video wird ein kleines Technikvideo werden. Und dann geht's auch wieder auf den Trail. Bis dann, Leute, bleibt am Ball. Euer KP Performance. Ciao.